So, Tatsache ist der ein bisschen früher losgefahren. Also er wird jetzt gefühlt. Ah, er nimmt wieder Bier mit. Na gut, vielleicht, wenn deren Durst gelöscht ist, dann ist er vielleicht bereit. Was der hier? Zug hat keine Ware gebracht. Das ist Martins Rast. Wie viel haben wir? Wir haben zwei Züge hier gewählt. Ne? Den machen wir ein, kriegen auch Geld wieder. Da reicht dann jetzt ein Zug auf die kurze Strecke. Ah, man kann das Vieh hier wegmachen. Holz reduziert, okay. So, dann kommt hier einer. Der ist auch voll mit Fleisch, ne? Das ist die gleiche Problematik. Ich glaube, wir haben hier auf der Strecke genug Potenzial für mehr Züge. Wir können mal gucken in Albany, ne? Wir haben... Wo müssen wir gucken? Hier ist es halt ein Bier auf Lager, ne? Wir haben wirklich alles weggebracht. Nee, das wollte ich gar nicht. Wo können wir noch gucken? Wenn ich auf den Bahnhof gucke, ich auf den Bahnhof oder auf die Stadt? Das ist die Stadt. Da hatte ich gerade geguckt. Bierproduktion sieht so aus. Wenn ich auf den Bahnhof gucke, bin ich auch dabei, sie natürlich kennenzulernen. Auch wenn ich jetzt schon, nee, da wollte ich eigentlich auch gar nicht hin. Ich wollte nicht auf den Zug, ich wollte auf den Bahnhof. Kann man eine Erweiterung umbenennen? Routen über diesen Bahnhof, da wird halt angezeigt, ja. Das sieht aber jetzt so aus, als wenn hier ein bisschen Luft ist. Das heißt, der wird Zucker mitnehmen. Sehr schön. Ja, das passt dann schon. Das waren dann nur die ersten paar Züge, die da die Probleme, naja, nicht Probleme hatten, aber logischerweise, wenn Boston halt gar nichts hat, ich wollte nicht auf die Fabrik. Ja, das ist mein Unternehmenssitz, okay. Sondern hier auf dem Bahnhof. Nee, ich wollte eigentlich auf die Stadt. Ich muss nur einfach nur irgendein Stadtgebäude anklicken. Achso, das ist es hier schon. Oh. 64%, da wollte ich gucken, wie es hier aussieht mit der Versorgung. So, ein Getreide könnten wir noch machen. Dafür müssen wir Albany versorgen, ne? Weil wenn wir den jetzt so das Bier hier wegnehmen, wäre schon ganz gut, wenn die ein bisschen mehr. Wo haben wir denn die Brauerei? Was ist das hier? Ist schon Stufe 2, ne? Ach, schon eine Million. Ja, das ist ein bisschen zu teuer. Schade, hätten wir auch früher machen müssen. Aber wir können mal ein bisschen Getreide hier runterbringen. Machen wir hier. Einfach rein. Glaube ich, auf die kurze Strecke nicht so wichtig. Ja, das sieht sehr gut aus. Machen wir die Richtung. Wahrscheinlich. Naja, nur habe ich es gemacht. Wahrscheinlich würde hier auch ein Zug erstmal reichen. Versorgungsturm, die Linie. Ne, ein Zug reicht. Sehen. Ja, funktioniert. Ah, das wollte ich machen. Genau, Moment. Wir müssen in Albany am Bahnhof ein Gebäude machen, und zwar eine Lagerhalle. Können wir nicht. Müssen wir wahrscheinlich erst forschen. Ups, da bin ich zu weit. Hier. Das ist die Lagerhalle. Hätte ich gerne. Was können wir noch? Ich habe eine Brücke gebaut. Und vergessen vorher die Kosten zu reduzieren. Naja, für die nächste Brücke. Mehr Punkte haben wir jetzt nicht. Doch, wir haben schon mehr, aber ist alles teurer. Ja, nicht ideal. So, dann können wir jetzt die Lagerhalle bauen. Die kostet 140, okay. Ja, durch Lagerhallen kann Ware, bla bla bla. Genau, und dann würde ich das gerne machen. Achso, ich muss den Bahnhof anklicken. Ich muss die Lagerhalle anklicken und sagen, Getreide. So, damit geht nicht alles in die Stadt, sondern es wird ein bisschen was gelagert. Deswegen der Name Lagerhalle.
Und dann, wenn Platz im Zug ist, wird er das mitbringen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Züge hier sind. Wir haben 4, wir haben Zug Nummer 1, der ist gerade da. 2. Was macht der? Steht das rum? Zug Nummer 3, der ist irgendwo anders. Sind unten, ne? Kann man zentrieren, dann ist das so. Ah ja. Wieso steht der hier rum? Also. Uff, sind die langsam. War das mit der Steigung hier doch ein bisschen zu viel, ne? Wir hatten, glaube ich, 4%, ne? Weil wir so gerade im Berg runter sind. Man sieht, dass das keine gute Idee war. 6 km/h ist aber immer noch schneller als Esel. Also, sollen sich mal nicht beschweren. Wir haben ganz schön viel Zucker dabei. Das wird sich natürlich auch ein bisschen einpendeln dann, wenn. Obwohl, jetzt wächst die Stadt, ne? Die wollen dann wieder mehr Zucker haben und so. Hier ist eine Panne wegen Wartung. Okay, ich glaube. Was hat der hier? Der wartet, weil. Aber da auch keine Richtung festgelegt. Sorry dafür. So. Bilanzen, ja. Okay. Geld verdienen. Hier brauchen wir nicht öffnen. Die Aufgabe. Wir haben bis Dezember Zeit, Gott sei Dank. Das hätte beinahe ein bisschen zu lange gedauert. Wenn ich es nicht bemerkt hätte. Was ist hier? Die Nachfrage für Fleisch wurde reduziert, da Lager voll. Ja, okay. Das heißt, Portland müsste auch wachsen, ne, damit die Fleisch loswerden. Hm. Getreide, Bier. Was können wir noch machen? Naja, das ist schon das. Ne? Also Mais wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber die haben wir, glaube ich, haben wir erst da oben. Ne? Ja. So, wir hatten wegen der Panne, ja, wir müssen, hier fährt ja ein Zug, ne? Das heißt, wir machen einfach hier in Albany auch ein Wartungsdepot. Und dann sollte das auch die Züge hier verbessern, ne? Die immer den langen Weg gehen. Die können dann dort oder dort gewartet werden. Ja. Das geht ja gut los jetzt. Erst zweite Folge. Und dann steht er hier. Und in welche Richtung fährt er überhaupt? Sitzt der richtig? Ja, ne? Ja, okay. Meine Fresse. Langsam. Wieso ist denn da so ein 3? Also, ach nee, das ist Zug Nummer 3. Aber so ein rotes. So ein rotes Ding nach unten? Wegen der Geschwindigkeit? Und der hat einen grünen Pfeil. Hm. Vielleicht wegen der Kohle. Zugdaten. Wo könnte man da gucken nach. Wie viel Geld der bringt. Bilanz. Keiner. Hat keiner von denen, die hier sind. Achso, die sind neu eingesetzt. Deswegen, der hat das noch nie gefahren. Ne? Deswegen, wahrscheinlich ist der Pfeil die Kohle, würde ich jetzt vermuten. Aber Zug Nummer 1 müsste doch eine Bilanz haben. Wieso zoomt der da nicht hin? Ich würde mir den gerne mal angucken. So, das sind Zugdaten. Hier muss ich auch auf Zug zentrieren. Okay, das sind die Zugdaten. Hier ist die Bilanz. Gefüllt. Hm, ist leer? Haben die da nichts mehr? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Der hier auch. Keine Passagiere. Sind es die 9? Ist das so lange? Ist das noch nicht so lange her? Neue Züge, leer gefahren. Naja, wir können es ein bisschen schneller machen. Die Passagiere, das werden wir jetzt sicherlich schaffen. Wir können ja mal bei den Städten gucken, wie es mit dem Personenverkehr aussieht. Wir haben, was soll das sein, hier Passagiere, wir haben 14 Passagiere pro Woche, 90 davon nutzen den Zug.
Ja, bei Post haben wir 7 und wir brauchen natürlich davon den Zug. Ist doch ganz okay. Nach Albany sind es 12, aber niemand benutzt den Zug. Also 12 ist die Reisedauer, ne? 14 ist. Wahrscheinlich ist das zu lang. Naja, gut. Die Sache mit bergauf, mit Zucker dran, ne? Das ist wahrscheinlich. Ah. Okay, hat sich erledigt. Wir müssen nur einmal ankommen, um dein Wert zu haben. Okidoki. Na dann. Haben wir hier was zu tun? Versorgung sieht gut aus. Es gäbe Leute, die nach New York City wollen. Geld haben wir eigentlich. Können wir den. Wäre cool, wenn wir den Bahnhof benutzen können. Nee, geht nicht. Wollen wir einen Bahnhof bauen? In New York dürfen wir? Wäre jetzt die Frage. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir machen den Bahnhof mal hier hin. Da kann ja auch erweitert werden. Und dann müssen wir überlegen, fahren wir über Walker Rust. Oder dran vorbei. Gucken uns die Höhenlinie an. Ja doch, wir fahren. Wir machen einfach so. Und sagen, kein Tunnel. So. 100.000 finde ich okay. Parallelgleis. Richtung. Achso, nicht gebaut. Richtung festgelegt. So. Daneben geklickt. Welchen Korb muss hier hin? Versorgungsturm. Brauchen wir noch was? Ich würde hier auch die Wartungsdepot bauen. So, dann eine Zuglinie von New York nach Boston. Ups. Geht nicht. Ach so, ja, okay. Wir sind ja hier noch nicht angeschlossen. Das sollten wir vielleicht machen. Und dann könnten wir hier. So, was passiert, wenn wir das hier machen? Ja, das kostet halt durch Tunnel. Können wir noch einbauen? Das können wir uns nicht leisten. Jetzt sind wir pleite. Okay. Wir gehen ins Unternehmen, wir holen uns eine Anleihe, vielleicht die mittlere. Die andere ist zu teuer, also prozentual wegen der Zinsen. So, und jetzt müssen wir so ein neues Ding bauen und können nicht. Ja, hier würde es gehen. Okay, dann bauen wir es da ein. Brauchen wir ja auch ein neues. Wir hatten sowieso da hinten eins gebaut. Jetzt bauen wir es hier hin. Okay. So, jetzt können wir aber die Linie fertigstellen. Der Name ist okay. Ich wollte eigentlich hier drauf klicken. Zwei Züge. Wir haben die Gleisrichtung nicht festgelegt auf den neuen. Auf die neuen Abschnitten. So, das sollte passen, glaube ich. Ja? Das sieht ganz gut aus. So, und jetzt? Das ist halt die Frage, ob man den Warentransport von Albany schon trennt. Ich würde es erstmal so lassen. Aber man könnte auf jeden Fall hier schon Wegpunkte einsetzen, dass man sagt, wir haben zwischen New York und Boston einen Personenverkehr hierhin und wir machen halt auch Personenverkehr zwischen Albany und Boston hier. Aber hier bringt es halt noch nichts. So, weil Ware immer noch hier mit transportiert wird. Walker Raster. Bräuchte ich einfach nur zwei Gleise. Dann, na, mal gucken, wenn wir die nächsten Boni kriegen oder wenn es nochmal Geld gibt oder so, dann können wir das ja machen. Können wir bei der Forschung was machen? Mit unseren Punkten? Nö. Okay. Na dann.
Womit fährt er denn los? Der bringt Stoffe mit, sehr schön. Ansonsten Passagiere und Post. Und wir gucken wieder, wann der eingesetzt wird, der nächste. Der ist ungefähr da. Ah, ich würde da draufklicken. Hier ist er. Nummer 2 wartet. Nummer 2 ist eingesetzt und auf dem Weg. Also, ich habe den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert. So vom, dass die Züge gut getimed sind. Ja, weil wenn wir 1 haben, der fährt jetzt zurück. Zug Nummer 2 ist aber schon hier. Ich habe mit einem kleinen Eisenwarengeschäft angefangen, das mir noch mein Vater vererbt hat. Mittlerweile ist es zu einem stattlichen Unternehmen angewachsen. Doch mit Hilfe der Eisenbahn kann es noch richtig groß werden. Ich habe gerade eben einen dankbaren Brief des Bürgermeisters von Boston bezüglich unserer neuen Passagierlinie erhalten. Das ist richtig gute Presse für uns. Und natürlich auch äußerst lukrativ. Gerade jetzt, wo wir Waren noch schneller liefern, als sie verbraucht werden, sind Passagiere eine verlässlichere Einnahmequelle. Für die Menschen in dieser Region haben wir schon viel getan. Kürzere Reisezeiten, mehr Warentransporte und gleichzeitig klingeln unsere Kassen. Als nächstes sollten wir diesen Erfolg konsolidieren. Schauen Sie in Ihre Liste. Ich habe einige weitere Aufgaben. Okay. Weitere Aufgaben. Lass mal sehen. Wir haben also die ersten 4 abgeschnitten. Wir haben es im Juni gemacht. Nee, wir hätten bis Juni Zeit gehabt. Wir sind im Mai 30. Also ein Jahr schneller als gedacht. Aber es spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Wir sollen insgesamt 4.800 Passagiere transportieren, weil, hat er gerade erzählt, ne, wir haben viel mehr Waren, als gebraucht werden. Wir haben es ja gesehen, ne, zweimal Zucker hin und her gefahren oder Getreide oder was auch immer. Und schon war der Zug danach leer. Also Passagiere, okay. 30.000 Einwohner in Albany, das funktioniert. Ne? Also ich glaube, die Stadt wächst jetzt schon. Zur Umsiedlung von Indianern kommt. Verhandlungen mit Stämmen beginnen. Diese Wilden, die müssen natürlich weg. Die stören uns. Ja, wir wollen hier einen neuen Kontinent erobern. Das ist natürlich blöd, wenn da so Eingeborene sind. Ne? Und das bleibt ja so mit der Menschheit. Ne? Also wenn man Avatar sich anguckt, ne, wenn man andere Planeten erobert, dann stören die Eingeborenen eben auch. Also damals wie heute. Schlimm. Na gut, wir wollten mit dem Geld, was wir jetzt bekommen haben, Parallelgleise bauen. Jetzt bin ich blöderweise weil ich hier die falschen Gleise angeschlossen. Was hätte ich jetzt da machen sollen? Also, wir reißen ab. Das. Wir reißen ab. Hier. Hier. Und wir bauen. Kann man das hier anklicken? Dann Gleisbau, dann Parallelgleis? Nee. Okay, dann muss man dann doch. Also es geht dann nur, wenn man einmal dabei war. Das funktioniert, kostet 146 und Parallel ist 148, so wunderbar. Ganz toll, dass wir das so einfach erweitern können. Das ist wirklich, also, das gefällt mir. Hier kann das dann nicht, aber ist wohl nicht so schlimm. Wir machen das so, machen wir das, machen das so. Gut, dass das nichts kostet. Und hier brauchen wir auch eins, was. Oh. Verklickt. Oh Mann. Oh, das ist nicht gut. Also das muss ich mir merken, das wird. Kurve aus dem Bahnhof raus ist eher schlecht. Okay. So, was machen wir denn zwischen New York? Die haben Stoffe, aber die brauchen wir nicht. Das heißt, die müsste eigentlich. Müssen wir nochmal die Richtung machen? Ja, ne? Müssen wir wieder. Falsch. Die Richtung nicht, sondern die. Hier brauchen wir das auch. So, hier passt das alles.
Okay. Wieso findet der denn die... Stotter. Ich möchte gerne die... Boston kann nicht erreicht werden. Wo ist er denn? Ist er, weswegen, meine ich? Ach, weil der jetzt hier... Oh. Alles klar, wir brauchen die hier.